Ja, Felix, dein Fazit jetzt zum Penalty-Sieg? Ja, schön, dass wir zwei getroffen haben direkt. Das hat es mir ein bisschen leichter gemacht und sind super glücklich, dass wir gewonnen haben. Wie wichtig war das, nach dem Rückstand, nach dem 0-1 wieder zurück ins Spiel zu finden? Ja, wir sind im Großen und Ganzen geduldig geblieben, haben uns ein bisschen selber wehgetan mit unten im Unterzahlspiel. Haben wir zwar gut gekillt, aber trotzdem hilft uns das ja nicht. Aber ja, wir sind ruhig geblieben. Letztes Drittel war auch solide, haben viel bei denen im Drittel gespielt, wenig Rushes denen gegeben und genauso müssen wir weitermachen. Was muss sich jetzt zum Spiel für Dresden noch verändern? Vielleicht nur ein, zwei Tore mehr schießen, sonst schauen wir gut aus. Weniger Strafen und wir wollen unbedingt mit dem Sieg in die Pause gehen. Ja, Kevin, vielen Dank, dass du dir die Zeit nach dem Spiel noch nimmst. Dein Fazit heute zum Spiel? War ein hartes Spiel, ein ausgeglichenes. Ging schnell nach vorne, schnell nach hinten und im Endeffekt haben wir uns die Punkte geholt. Zwei wichtige Punkte. Wie wichtig war dann letztendlich der Sieg jetzt nach dem Shootout? Ja, auf jeden Fall, ja, war sehr wichtig. Die zwei Punkte waren sehr wichtig und ja. Was muss ich vielleicht jetzt noch auf der Reise nach Dresden bei euch einen Ticken verändern, verbessern? Vielleicht die Scheiben schneller aus dem Drittel rausbringen. Ja, nicht so viele Turnover. Ja, Trinki. Niederbayern schlägt Oberbayern. Wie fühlt sich an? Ja gut, ich spiele in Nordrhein-Westfalen, deswegen, ich spiele ja für Krefeld, deswegen kann ich das nicht sagen, aber ja, Rivalität Niederbayern-Oberbayern, meine Heimatstadt Landshut gegen Rosenheim ist schon auf alle Fälle da und ist auch schön fürs Eishockey in der zweiten Liga, dass es die wieder gibt, jetzt mit dem Aufstieg Rosenheims letztes Jahr, glaube ich, bereichert die Liga insgesamt, ja. Wie wichtig waren letztendlich jetzt die zwei Punkte mitzunehmen? Ja, aber sehr wichtig, der Extrapunkt, man sieht es ja in der Tabelle, alles ist sehr, sehr eng und jeder Punkt hilft in der Situation. Du gewinnst natürlich auch irgendwie für die Köpfe ein gutes Gefühl, du hast jetzt noch ein Spiel vor der Länderspielpause, da bist du nochmal in Dresden punkten und ja, auch die vollen drei Punkte mitnehmen, wenn es geht, aber ja, war insgesamt, glaube ich, schon wichtig ja, für uns, dass wir heute die zwei Punkte nochmal geholt haben.